Hallo, ich bin der Alex von Family Force und ich soll euch heute mal erklären, was ich im Park gespielt habe, warum, wieso, weshalb, einfach mal die typischen Fragen. Wie habe ich mich darauf vorbereitet? Das kann man ganz einfach sagen. Ich habe mich theoretisch mit dem aktuellen Decks vorbereitet. Heißt, mit Mehrpalt, Zoo-Gerechnet, Zoo-Decken, jegliche Varianten mit der Lungenheit, Engine, mit Empfangheit, 60 oder 40 Varianten. Oder halt verschiedene Road-Decks, was kommen könnten. Zum Beispiel auch mit Fluffle, Lightsworn, 60-Karten-Decks. Und ich werde euch einfach mal erklären, wie ich mich spezifisch darauf vorbereitet habe, warum ich meine Kartenentscheidung so getroffen habe, wie ich sie im Endeffekt auch gespielt habe. Und ja, alles angefangen hat praktisch letzte Woche oder diese Woche Montag. Da habe ich mich intensiv damit überhaupt vorbereitet, mal versucht, mit einem Thema anzufreunden, mit dem ich vermehrt klarkomme. Und das war dann halt Zodiac. Und habe mich dann dementsprechend auf ein Bild entschieden, was dann halt im Endeffekt die Lungenheit-Zodiac-Variante war. In meinen Augen war es halt die stärkste Zodiac-Variante. Und ich sag mal so, das beste Argument ist einfach, kommst du mit der Lungenheit-Variante durch. Du hast eine 50-50% Chance, dass du praktisch durchkommst von den Handtraps her. Kommst du damit durch, hast du im Endeffekt so gut wie gewonnen. Was einfach mein enormer Vorteil ist. Zumindest in Zodiac Mirror Match. Und meine Prognose war, dass ungefähr bei 1000 ungefähr 300-400 Leute Zodiac gespielt haben. Wir waren 1300 Leute und es haben 400 Leute Zodiac gespielt. Also ich lag schon mal nicht verkehrt. So, um jetzt mal mit euch. Hier habt ihr erstmal ein kleines Bild oder einen kleinen Überblick von meinem Deck. Ich werde euch erklären, warum ich 41 Karten gespielt habe. Warum ich zum Beispiel auch drei Twin Twisters gespielt habe. Drei Twin Twister waren in meinen Augen mit der besten Entscheidung, da ich auch mit mehr Paizoi-Deck gerechnet habe. Um mir da schon mal einen Vorteil zu erwirtschaften und allgemein, wenn ich anfangen kann und die Lumenheit-Variante durchbekomme, kann ich halt im Mirror-Match die verschiedenen Karten, was er dann bei Zettel wegschießen und kann somit mir einen enormen Vorteil erwirtschaften und diesen Vorteil führt dann meistens auch gleich zum Sieg. Weiter Begründung ist, warum ich nur zwei Tankies spiele. Zwei Tankies liegt einfach mal daran, bei einem Test habe ich die dritte so oft tot bekommen, wo ich mir dann zu entschieden habe, lieber auf zwei runter zu gehen und damit ganze Zeit getestet und das hat sich einfach bewährt. Ja, Chalice und My Body ist halt für die sicheren Play. Ich habe mich hier zum Beispiel bei Quarking über die Storming entschlossen. Die Storming basiert praktisch darauf, der Gegner hat die Ressourcen wieder. Aber bei Quarking nimmst du ihnen die Ressourcen, zwar in den Turn später, wieder weg. Aber der Ressourcenkampf ist zum Beispiel im Zodiac-Matchup so extrem wichtig, dass es wirklich den Vorteil bringt. Ich habe 41 Karten gespielt, weil es einfach mal der prozentuelle Errechnungsweg praktisch ist, weil wie soll man sagen, bei 5 Handtraps, wenn du dann auf 41 Karten spielst, hast du ungefähr eine 50-50 Chance, mit einer Handtrap zu starten. Was enorm viel ist. Klar ist es bei 40 besser, aber 41 macht es schon ein paar, glaube 2% einfach mehr aus, was einfach mal bei so einem großen 11-Rund-Turnier sehr viel ausmacht. Zu meinem Extra-Deck kann ich sagen, das Einzige, was sich da unterscheidet, dass ich ein Livier spiele. Der Livier ist einfach mal der Punkt, wenn ich mit zum Beispiel Terratop und Tangentombo starte, plus in den Kombo von Zodiac reingehen kann und die Kriege kassiere, was natürlich jetzt die meisten Zodiac-Spieler sogar Main spielen, kann ich halt den Livier machen und kann weiter playen. Warum ich mich jetzt zum Beispiel gegen die Kriege im Main entschieden habe,
Muss ich ganz ehrlich sagen, das war einfach ein Bauchgefühl, dass ich die Krähe nicht so sehr brauche oder die lieber im zweiten Game haben würde, da ich halt wirklich mit mehr Zodiac-Decks gerechnet habe. Und wenn halt diese Lungen-Variante durchkommt, bringt eine Krähe theoretisch meistens auch nicht so viel, weil startet ja zum Beispiel mit Terratop, hat er immer noch die Chance, Monster Normal zu sammeln, kann weiter in den Kombo reingehen. Und deshalb habe ich mich gerade gegen entschlossen, die Krähe Main zu spielen. Mein Zeitdeck kann ich so sagen, ich habe mich für die drei Lancia entschieden, weil es einfach mal diese Handtrap-Variante, wie er ausübt, beziehungsweise so wie die Krähen. Entweder tausche ich die Handtraps oder gehe als höher, somit habe ich prozentuelle Chance, höher zu gehen. Düfte habe ich über Iron Void zum Beispiel entschieden, weil ich mit mehr Metal Force gerechnet habe, dadurch, dass der neue Boa Baboon, ich hoffe, dass der richtige Name ist, halt rausgekommen ist, und dementsprechend habe ich mit mehr Metal Force gerechnet. Und Anti-Meister Duft ist auch zum Beispiel im Mirror Match oder sogar gegen Infernoid extrem wichtig. Und da habe ich halt potenziell schon mal 6 Karten, die ich gegen Infernoid Match bauen kann. Oder halt gegen Metal Force habe ich die Cosmic Second, die ich dann praktisch mit den Twin Twister tausche. Was dann einfach mal sagt, die Monster sind dann dementsprechend weg. Oder die Scales sind weg und somit kann ich ihn besser handeln oder die Fusion ist dann dementsprechend weg. Die Dark Holes sind halt praktisch, wenn ich halt in Game 2 reingehe, habe ich zum Beispiel in Zodiac-Matchup nur die 4 Karten geboardet, habe dann für Beispiel die Strikes rausgenommen und die Lunar-Night Engine, weil es halt praktisch die Lunar-Night Engine wirst du nur haben, wenn du First gehst, wenn du Second gehst, ist sie halt nicht so suboptimal. Ich muss euch ehrlich sagen, die Lunar-Night-Variante oder den Combo habe ich meistens nicht immer gleich First Turn gemacht, sondern meistens immer im Grind-Game, so wie man es halt sagt, weil ich dann halt sicher war, okay, ich kann durchplayen, weil ich dann halt den Strike zum Beispiel mal saved hatte, um nicht von geklärt dann raus zu sein. Ich habe mir auch zum Beispiel für 3 Denkos entschieden, weil ich halt mit mehr Pyzoic gerechnet habe und halt auch mit mehr Shameburner. Bin halt zwar nicht auf solche Decks getroffen, aber die Chance war sehr hoch da und ich wollte dann lieber sicher sein, weil bin dann lieber eher auf Trap Hate hochgegangen, wo ich halt meine Plays ermögliche. Was ich zum Schluss praktisch sagen kann, ich war mit dem Deck so wie es ist sehr zufrieden für die kurze Zeit, wie ich das getestet habe, und alles um dran war das sehr entsprechend. Bin am Ende am Tag 1 zu 3 gegangen. Das waren halt 3 los, wo ging ich einfach nichts machen konnte. Das passiert einfach mal. So, und ja. Ansonsten kann ich dazu auch jetzt nichts mehr viel sagen, außer 8.4. ist die Handelschallenge in Berlin. Sowie am 13.5. in Lübeck. Was natürlich alles von unserem Sponsor gesponsert ist, wie Ultimate Card, Arzen Jens, TCG Market, Gotti Combo, Esco Catering. Und ansonsten, liked unser YouTube-Channel, abonniert den, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid.